Ja, kleinste Mengen werden auch hier zusammengestellt. Und das ist das Besondere an Motorradersatzteile24.de. Auch kleine Mengen kann man hier ordern. Das Wunderbare an der ganzen Geschichte ist selbstverständlich, alles ist reichhaltig am Lager, damit keine Engpässe entstehen, wenn jetzt ja beispielsweise im Frühling es ja richtig zur Sache geht. Und hier natürlich die neueste Förderbandanlage und ein Stockwerk aufgerüstet mit den ganzen kleinen vielen ja, Teilen, die man braucht für die Biker. Margot, gleich haben wir eine ganz besondere Geschichte eigentlich mal vor. Das wollten wir eigentlich schon immer mal machen. Den Leuten erklären, was es auf sich hat, wenn sie eine ganz besondere Länge der Kette wünschen. Das zeigen wir euch jetzt mal gleich. So, jetzt wollen wir mal zeigen, wie das funktioniert. Natürlich ganz klar, die Sicherheit geht vor. Brille immer drauf. Und dann werden hier die Ketten komplett für das jeweilige individuelle Motorrad abgeschnitten, genau auf die Walze genau. Das ist einmal Kostenersparnis und natürlich selbstverständlich auch schnell und zackig geht das hier über die Bühne, ne? Du? Jo. Jawohl. Die waren nämlich zwei Walzen zu lang. Das machen wir mal ganz schnell etwas kürzer. Super, dann passt sie jetzt, ne? Ja. Marco, erklär mal den Unterschied zwischen einer O-Ring-Kette und einer normalen flachen Ringkette. Was ist Ja. der Unterschied? Eine O-Ring-Kette hat, ist natürlich, da ist die Dichtung, ah, hier haben wir sowas, Ja, die sieht dann nicht so aus, sondern sieht halt ründlich aus. okay, ja. Und das ist eine X-Ring-Kette, die hat. Aber Die hat was ist eine jetzt flache vorteilhaft? Dichtung. Das ist jetzt vorteilhafter, X-Ring oder O-Ring? Oh, da fragst du den richtigen. So, jetzt haben wir noch einen richtigen Fachmann. Den Unterschied, den wollen wir einfach mal erklärt haben, Na was? zwischen O-Ring und X-Ring. O-Ring und X-Ring, meinst du bei der Kette? Ja. Ja, pass mal auf, da haben wir was. Das kann ich dir ja, das ist das, glaube ich. Will ich ganz gut zeigen. Ein O-Ring ist ganz klassisch ein runder Ring, ein Dichtring, der quasi in der Kette eingelegt ist. Und der X-Ring, wie du siehst, wenn man den durchschneidet, ist der sozusagen in eine X-Form. Dadurch hast du eine doppelte Dichtlippe. Ist ja eigentlich viel besser, ne? Doppelte Sicherung. Doppelte Sicherung. Hält besser. Das werden wir den Kunden jetzt mal erklären. Na, dann mal los. So, jetzt haben wir das einfach mal gesehen. Natürlich, die Experten, die kennen das, die wissen, wie man eine Kette kürzt. Aber wir wollen das ja auch mal den Leuten zeigen, die das nicht so täglich machen. Und wir machen das ganz genau so auf ganz besonderen Wunsch, auch die Länge, die ein Kunde braucht. Wenn er eine längere Schwinge hat oder was auch immer, dann braucht er auch eine andere Länge. Und das schnitzen wir genau auf den Kunden zu.